Jetzt kommt zu einem weiteren Fight der Feinde. Das ist das zweite Halbfinale. Und zwar fällt jetzt das Team Apollo Döner gegen das Team Vaporize. So, 2 Sekunden noch bis zum Start. Bin ich mal gespannt, wer zuerst schießt. Ah, jetzt ist Sokob, der mir durch die Arena kommt, was sich DP't. Ah, da kam der erste Stich. Der Apollo Döner hat den ersten Stich abgeschossen. Irgendwie macht er Vaporize. Ah doch, da ist der erste Stich. Das war ein, ja, Lupfstich, wie wir sehen. Anscheinend in mindestens 48er, 56er, weil sie Mitte und oben Artikel macht. Und da ist der zweite Lupfstich drin, der allerdings ein bisschen schlechteren Schaden meiner Meinung nach gemacht hat. Aber noch keiner gestorben, alle leben noch. Vendetta hat nur noch 200 Herzen. Ah, da drüben ist was passiert. Ja, da ist auch ein Stich. Oh, da wurde anscheinend der Lupf oder ähnliches geschossen. Da unten hat also auch schon ein paar Stiche drin. Und Tiggy ist tot. Okay, da haben die ihren dritten Lupfstich reingejagt. Okay, die fokussieren sich eher auf Lupfstich. Sonst war ja alles ja auf Stichbasis. Okay, da kommt der Lupf. Ist die Lupf eigentlich noch lebt? Okay, ich weiß nicht genau, wo die da genau sitzt. Da kam der nächste Mörserschuss. Man sieht immer nur, wie der Sand vom Sandschild rumfliegt, auch lustig. Und da haben die der nächste Lupfstich in der Apollo-Döner reingekommen. Das sah zumindest so aus. Ja, auf jeden Fall war der Lupfstich. Okay, da schienen sie mir Lupf her. Die kommen jetzt mit der Zeit auch tiefer, weil sie hier durch die Massivpanzerung durch ist. Dadurch, dass sie da Pisten sind, dürfte die da sich auch um einiges schneller tiefer graben. Ja, da unten kam noch ein Stich rein oder Lupfstich, ich weiß nicht genau, was da unten ist. Und da wird auch wieder Lupf geschossen. Achso, oder? Ja, ich glaube, die haben einen Stich und einen Lupf, wo sie sich reinkommt. Ja, da drüben ist ja auch einer. Da ist Vendetta und unten ist Moritz hier unten. Ah, da schießt die nächste Lupf und da ist gerade auch noch ein Stich reingekommen, glaube ich. Man kann halt schwer sagen, wer mehr Schaden hat, weil hier die ganze Zeit diese drei großen, also dreimal den Lupfstich Schaden, aber hier die haben halt mehr einzelne Stichlöcher unten. Oben haben die hier fast gar keinen Schaden aus diesen einen Mörser links. Da kam eine weitere Lupf. Mit der dürfen sie auf jeden Fall gut Damage machen. Ich weiß nicht, ob da geschossen wurde, ob da Damage gemacht wurde, aber hier sind sie auf jeden Fall schon ein bisschen hohl. Ja, hier oben, also ist Apollo da auch relativ hohl. Oh, da ist ein Mörser reingekommen. Ich kann nochmal in der Apollo da fliegen. Okay, der Mörser hat einen Durchschuss. Ich vermute mal, dass der da auch durchfliegt. Ja, tut er ganz sicher, sonst sind die ja schon tiefer. Ja, der hat sich auch ein bisschen, also die Mörser machen ziemlich schnell Durchschuss von denen. Weil hier von der Luftstich ist auch schon ein Durchschuss. Weil hier in der Mitte sind sie schon relativ hohl, muss man sagen. Oh. Hier unten kam auch was rein. Ach genau, das stimmt. Vaporize war die außen zwei Halbautos hat an den Seiten. Das war, die haben die auch in einer der letzten Fights benutzt, weiß ich noch. Ach genau, das stimmt. Und die hatte zu wenig Delay. Da war ja was. Die hat viel zu wenig Delay. Ja, die sind dezent hohl, muss man sagen. So, ja, hier bin ich gerade in der Vaporize. Ah, hier läuft da schon Lukas irgendwie lang. Oh, der dürfte Damage bekommen haben, vermute ich jetzt einfach mal. Okay, die sind schon ziemlich hohl. Und der Lukas hat gar nicht mehr so viel abgezogen bekommen. Mal schauen, wie viele sind jetzt auch 59 Leute. Okay, ist ja schon relativ viel. Okay, die sind schon... Oh, ja, die sind hohl und das ziehen dezent weit. Wenn sie, ich würde an ihrer Stelle noch ein bisschen mehr schwenken. Dann wäre es hier. Da prüft sich einer durch. Okay. Und zwei sind oben. Die sind sie echt schon hohl. Wenn die mit den Teilen ein bisschen hochschwenken, dürfen die kriegen. Ich glaube, die schließen dann mit ihren mittleren Mörser, aber der hatte Durchschuss, soweit ich weiß. Deswegen bringt ihm das wenig. Ich kann dann immerhin der Apollo-Döner fliegen. Ja, die haben Durchschuss. Die Mörser bringen ihm nicht mehr viel. Oh, Lukas ist tot. Okay, Lukas LP ist tot. Das ist nämlich Lukas 3W2, Lukas LP ist tot. Das heißt 2 versus 2. Okay, aber hier oben sind sie auch schon relativ kaputt. Aber komm, ich schauen wir uns nochmal Vaporize von hinten an. Ja, ist der Cheater. Tiki-Fan steht auch hinter dem Schaden. Zeigt ihm vielleicht ein bisschen, wie sie am besten schwenken. Dann läuft flüssig Enzen aus, aber Hilfe sind die hohl. Da kann auch noch was sein. Komm, wir können noch mal warten, bis der nächste Schuss kommt. Oh, da kommt die nächste. Ja, aber jetzt kriegt sie sich bis da oben. Aber wenn die ein bisschen früher schwenken würden, meiner Meinung nach, dann könnten die den da trüb noch killen. So, oh ja, da kommt die nächste rein, die irgendwie zum Teil unten im Vieh. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Oh, und da unten ist Lassi. Was ist denn das Upgrade der Steve Skin? Er will mich abschließen, das geht ja gar nicht. Okay, schauen wir mal hier. Eine schöne Technik, glaube ich, Auto. Schneiden den Gegner auf. Okay, da kann nichts. Okay, Fight geht schon eine Viertelstunde. Also, der dürfte bald vorbei sein. Er sich eine Viertelstunde schon auf. Oh, das ist hier oben. Das explodiert irgendwie früher als das hier. Ich verstehe die Reihe-Autos nicht. Ich finde auch, sie sind relativ langsam. Obwohl es auch gerade gar nicht leckt. Oh, da wurde mit dem Bogen geschossen. Da ist auch Moritz da vorne. Der ist bestimmt an seiner Lupf.
Anscheinend hat sie insgesamt keinen Shot oder sie hat durch den Gegnerbeschuss keinen Shot mehr. Ja, das ist schön. Das ist ein schöner Sprengkopfschaden. Das ist echt geil. Noch ein bisschen mehr nach da schwenken. Ach ja, hier. Ah, hier vorne ist ja Darcy. Wir schon durch die Gegner durch, wohin schießt. Ah, da unten ist Lupf. Ja, und die hat keinen Shot mehr. Wow. Ich würde trotzdem meiner Meinung nach noch ein kleines bisschen früher schwenken. Ah doch, nee, die hat einen Shot. Ich nehme es zurück, die Kanone hat einen Shot. Und dann belebt er die Lupf. Jetzt abgefeuert. Shot geht auf. Sie fliegt. Oh. Okay. Wenn der da bleibt, dürfte er, glaube ich, bald sterben. Naja, Moritz geht wieder hin. Belebt sie schon wieder. Wenn wir die mit der Halbauto nicht schwenken, haben sie eh keine Chance. Ah, dann schießt sie wieder. Mal schauen. Ja, jetzt wirkt nicht so viel TNT rüber, aber trotzdem immer ein kleines bisschen mehr. Also ich glaube auf jeden Fall, die Halbauto dürfte bald weg sein. Da ist das Team vermutlich mal Tech-K.O. Oh. Ah, dann belegt er die wieder. Okay, das hat nicht... Oh, doch, hier unten wurde ein bisschen durchgegangen, sonst hat es jetzt nicht so viel gebracht, aber doch ein bisschen schon. Ja, belegt Moritz gerade nicht. Okay, einer geht nach hinten, da ist sie. Oh, ja, da kann die Kanone gerade. Wäre gerade ein bisschen hinten gewesen, wäre vielleicht geschaut, man hätte zumindest Herz abzubekommen. Das sieht aus, als hätten die hier neben den... neben der Luft noch zwei Halbautos gehabt. Aber die sind relativ sicherlich kaputt. Ja, belegt Moritz wieder die Luft, aber ich glaube, von hier ist es gerade wirklich am interessantesten zu sehen. Okay, ja, da ist sie abgefeuert, Shot geht auf. Okay, das war jetzt nicht ganz so gut. Warten wir mal auf den nächsten Schuss. Ja, fight geht noch 3 Minuten. Sie sollen sich echt mal beeilen. Oh, Vendetta geht davon mit seiner Weihnachtsmütze. Die irgendwie das ganze Jahr schon anhat. Davor. Die Moritz hat wieder die Kanone abgefeuert. Sie sollen die echt mal killen. Die haben nur 3 Minuten. Ist nicht mal lange. Ja, der war auch nicht mehr so gut. Also auch hier sind zwar durch, aber da haben sie eh keine neue Kanone mehr gekillt. Die versuchen gerade auch einfach nur zu überleben. Aber wenn's, also wenn plötzlich mal TNT hier in diesen Gang reinfliegen würde, damit könnte man die Damage von er fliegt runter. Also. Ist unwahrscheinlich, aber ist theoretisch möglich. Und er schießt da rein. Aber die Kanone belebt auch gerade keine, weil das der einzige Sicht, dass da Wasser ist. Die schießen da rein. Vendetta steht da auch. Oder er ist Vendetta mit seiner Weihnachtsmütze. Okay, der wollte die Brücke wieder auf, wie man sehen kann. Mal schauen, ob es noch schafft in der Zeit. Sehr schöne Brücke, obwohl die keinen Ausguck hat. Ja, aber das wird dann wohl wieder in Punkte aussehen enden, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass Apollo Dünner gewonnen hat. Mal schauen. Ah, da schießen sie mit einer... Oh, Halbauto war es, glaube ich, weiter. Okay, die leben anscheinend auch noch. Okay, GG, sei es unentschieden. Ich werde euch gleich wieder einblenden, wer gewonnen hat. Und dann die nächsten Fight. Also einmal gibt es noch Platz, doch zwei Fights. Einmal Kampf um Platz 3 und das Finale. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn es ist, könnt ihr gerne eine positive Wertung da lassen. Wie gesagt, es kommen noch zwei weitere Fights, der Fight in den nächsten Tagen. Dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.